Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Heute drehe ich für euch eine Rezension. Zeige ich euch gleich, worum es geht. Aber zuerst wollte ich euch zeigen, guckt wie schön. Ich liebe das Oberteil, es ist so schön warm und grau und schön und flauschig. Ich liebe es. Ich wollte es kurz erwähnt haben, weil ich es liebe. So, aber jetzt, worum es hier geht. Ich drehe eine Rezension, nämlich zu Der Dieb, die Legenden von Anatolia von Megan Wallen Turner. So sieht das aus. Oh Gott, so. Das habe ich im deutschsprachigen Raum noch nie gesehen. Noch nie. Und auch erst einmal im englischsprachigen Raum, nämlich bei Reagan von Bruce Project. Ja, ich weiß, ich erwähne sie in jedem Video. Ist mir bewusst, ich kann nur nichts dagegen tun. Ich lese halt in letzter Zeit viel, was sie mir empfiehlt. Empfiehlt? Ihr wisst, was ich meine. So, erstmal, worum es hier geht. Hier geht es um Gen. Und Gen lebt halt, also das ist eine Fantasy-Welt, es gibt drei Königreiche, Atolia und die anderen beiden, von denen ich nicht mehr weiß, wie sie heißen. Ich glaube, das eine hatte mit einem S angefangen, das andere mit einem D oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht es um Gen. Und Gen ist der beste Dieb der Welt. Und zu Beginn unserer Geschichte ist Gen im Gefängnis, weil er nämlich erwischt wurde. Ich habe gerade absolutes Blackout. Er wurde erwischt beim Stehlen von etwas. Er hat etwas gestohlen und wurde logischerweise dabei erwischt, deswegen ist er jetzt im Gefängnis. So. Und dann kommt der Magus des Königs zu ihm und sagt ihm, hey yo, wenn du aufhören möchtest, im Gefängnis zu gammeln, dann komm mit mir mit auf eine Reise. Da sollst du dann etwas für mich stehlen und wenn du das schaffst, dann kriegst du was von mir. Also dann bist du frei, dann spreche ich dich beim König frei und dann bist du ein happy little lady. So, und Gen sagt sich dann natürlich so, ja, weil warum nicht? Ist ja voll sinnig, weil wenn ich im Gefängnis gammeln würde und man würde mir sagen, komm auf eine Reise, würde ich sagen, ja klar, mache ich. So, und dann geht es halt um Gen und darum, dieses Objekt zu finden, was er halt stehlen soll und um die Reise und dann lernen wir halt die Welt kennen, der er lebt und so weiter. Und zwischendrin gibt es Geschichten über die Götter, die in dieser Welt hier angebeten werden. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, worum es geht. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, ohne zu spoilern. Aber ich sag schon mal vorweg, es hat 4 Sterne bekommen. Ich war die ganze Zeit sehr so, wie soll ich es bewerten? I don't know. Weil es hat sich angefühlt wie so ein stiller Favorit. Wisst ihr, hattet ihr das schon mal, dass ihr was gelesen habt und ihr wart es nicht am Lieben, aber wenn ihr es weggelegt habt, habt ihr drüber nachgedacht und ihr mochtet es dann mehr? So hat sich das angefühlt. Aber dann das Ende fand ich dann nicht mehr ganz so gelungen und deswegen hat es 4 Sterne bekommen. Diese Reihe wurde bis zum 3. Band, glaube ich, übersetzt und dann der 4. ist als E-Book rausgekommen, der 5. dann gar nicht mehr, soweit ich weiß. Deswegen werde ich das hier als, also in der englischen Ausgabe, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auf Englisch weiterlesen, weil ich hatte mir das extra auf Deutsch gekauft, weil ich dachte, vielleicht könnte es meiner Mutter gefallen, aber ich glaube nein. So, jetzt kommen wir nämlich zu meiner Meinung von dem Ganzen. Wie gesagt, ich mochte es, ich fand es gut. Es war mal was ganz anderes, es war wirklich... Sowas habe ich noch nie gelesen. Aber es war auch irgendwie nicht ganz gelungen, finde ich. Ich fand die Geschichten von diesen Göttern, die wir halt verteilt im Buch bekommen, noch mit am besten. Das fand ich echt cool, weil die Geschichten einfach schön waren und die fand ich interessant. Ich mochte auch Gen, wobei ich sagen muss, dass Gen irgendwie immer geweint hat. Gen hat in jedem Kapitel geweint. Es ist nicht ein Kapitel vergangen, in dem er nicht geweint hat. Und dann dachte ich mir... Okay, wäre ich in deiner Situation, wäre ich auch am Weinen, aber ich habe auch kein dickes Fell. Ich bin am Weinen, wenn ich gegen den Tisch laufe. Wisst ihr, also ich weine sofort. Wobei, letztens habe ich mich verbrannt und ich habe nicht eine Träne vergossen. Ich fühle mich wie ein richtiger Erwachsener, irgendwas. Auf jeden Fall war Gen immer am Weinen. Und das fand ich halt so ein bisschen... Nicht, dass Männer nicht weinen dürfen, das will ich gar nicht sagen. Aber der wird halt hier hingestellt wie der beste Dieb, Kriminelle, keine Ahnung was, der ganzen weiten Welt. Und dann denke ich halt immer an mein Baby, Cass Brecker, der auch der beste Dieb der Welt ist und der hat nicht einmal geweint. Ich meine, oder? Nee, ich glaube nicht. Und dann denke ich mir halt so, wer von euch ist jetzt kriminellerer? Wer von euch kann das, was ihr tut, am besten? Ich sage Cass. Aber gut, ich meine nur. Aber so alles in allem fand ich Gen cool. Ich fand ihn lustig, er hat lustige Gedanken gehabt. Aber bei den Gedanken wollen wir jetzt mal kurz hängen bleiben.
Hier gibt es fast keinen Dialog. Ich meine, ab und zu natürlich schon. Man kann kein Buch schreiben. Kann man schon. Aber es ist schwer, ein Buch zu schreiben ohne Dialog. Es gibt natürlich schon welchen. Aber es gibt sehr wenig Dialog. Also wirklich sehr wenig. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, weil ich halt Gens Gedanken interessant fand. Aber ich glaube, hätte ich meiner Mutter dieses Buch gegeben und gesagt, du liebst es, hätte sie es gehasst. Weil es ist halt sehr monoton. Vor allen Dingen die ersten 150 Seiten, ungelogen, es passiert immer dasselbe, Tag für Tag für Tag. Gesundheit. Das war mein Bruder. Also es passiert immer dasselbe, immer. Die sind auf dieser Reise, wachen auf, gehen frühstücken, reisen, schlafen, wachen auf, frühstücken, reisen. Für 150 Seiten. Und wie gesagt, ich fand es halt nicht so schlimm, weil ich halt Gen interessant fand und die Leute, mit denen der sich umgeben hat. Aber meine Mutter hätte da zu viel gekriegt. Das ist nicht ihr Cup of Tea. Und dann finde ich halt so gegen Ende hat das dann auch noch ein paar Schwächen gehabt. Es gab gegen Ende nochmal so einen Moment, aber ich fand den nicht überraschend. Also irgendwie, wie soll ich das sagen? Die Art und Weise, wie er geschrieben wurde, hat ihn für mich weniger überraschend gemacht. Ergibt das Sinn? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich heimlich damit gerechnet habe, dass sowas passieren würde. Irgendwie glaube ich das. Weil ich war halt so gar nicht überrascht. Es ist rausgekommen und ich so, ah, so war das. Jetzt ergibt aber eine Menge Sinn. Wisst ihr? Irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr das ja doch gelesen und ich weiß es nicht. Und ihr schreibt mir in die Kommentare, dass ihr total schockiert wart. Ich schreibe es mir gerne irgendwo hin. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas zu sagen habe. Ich glaube aber nicht. Das ist schon wieder, ich glaube, das ist eine kurze Rezension. Das war's eigentlich von mir. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ach nein, stimmt ja gar nicht. Ich würde es empfehlen. Also ich finde es gut, wenn ihr kein Problem damit habt, dass es wenig Dialog gibt und dass es sehr charakterbezogen ist und dass ich glaube, dass man mehr Bände braucht, um wirklich in die Story reinzukommen, dann würde ich es empfehlen. Es ist cool. Aber wie gesagt, kauft es euch lieber auf Englisch, weil es halt eigentlich gibt es ja nur bis zum 3. und dann müsst ihr euch den 4. als E-Book kaufen und ich weiß es nicht. Ich würde sagen, kauft es euch als englisches Buch und dann ist alles chillig. Ich habe die jetzt auch bestellt. Und ja, das war's jetzt aber. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!